Da sind wir schon beim Thema. Blickt optimistischer in die Zukunft. SAP läuft also beim Konzern, könnte man sagen. Ja, es läuft beim Konzern und schauen Sie sich das bitte an. Hier, die Aktie hat sich geradezu phänomenal gehalten in den letzten Wochen, wenn man überlegt, was dem DAX widerfahren ist. Wir stehen hier 4 Euro unter dem Hoch. Also wenn man von relativer Stärke spricht, dann ist es momentan sinnbildlich für SAP. Und nachher, wir kommen auch noch zu Adidas. Was hat SAP gesagt? 2017 wird der Umsatz vermutlich stärker zulegen können als bislang erwartet. Es wird jetzt davon ausgegangen, dass 23 bis 23,5 Milliarden Euro erreicht werden können bei einem bereinigten EBIT von 6,7 bis 7 Milliarden. Beide Werte liegen über den bisherigen Prognosen. Sehr interessant auch, dass das Cloud-Geschäft, das ja als sehr wachstumsstark gilt, dass das dann bereits 3,8 bis 4 Milliarden Euro zum Umsatz beisteuern soll. Also alles sehr positiv zu sehen. Und es spricht momentan mehr dafür, dass SAP diese relative Stärke fortsetzen wird, als dagegen.